Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem ostasiatischen Park, der bald einen Namen kriegen wird. Ihr habt nämlich fleißig Kommentare in der ersten Folge geschrieben und ich habe mir 3 Kommentare rausgesucht, die ich ganz gut fand und die blende ich jetzt einmal für euch ein. Und unten in der Videobeschreibung könnt ihr dann einen Link finden, wo ihr abstimmen könnt, ob das Ganze jetzt auf einer externen Seite ist oder ob ich das unter dem Community-Tab auf YouTube mache. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Oh, wir pausieren mal eben. Es wird gerade mega dunkel und ich möchte gleich noch bauen. Ja, das werde ich alles unten in die Videobeschreibung packen. Das werdet ihr schon sehen. Und dann wäre es cool, wenn ihr abstimmen würdet, welchen Namen ihr für unseren ostasiatischen Zoo am besten finden würdet. Aber jetzt machen wir uns direkt hier ans Bauen. Ich möchte nämlich jetzt erstmal dieses Gehege relativ schnell fertig machen, damit wir heute unbedingt unsere nächsten Tiere freilassen können, nämlich unsere beiden unsere kleinen Pandas hier, die goldenen. Ich habe hier noch einen Filter drin. Ich habe nämlich noch einige andere Tiere gekauft. Die müssten auch hier sein. Genau, ich habe noch ein paar chinesische Schuppentiere. Dann habe ich hier nochmal so einen taiwanesischen Schwarzbären und Leistenkrokodile. Ich glaube, die würden auch alle in den asiatischen Bereich auf jeden Fall passen. Aber wie gesagt, wir machen uns jetzt erstmal hier an so ein Gebäude, würde ich sagen. Das wird wahrscheinlich ähnlich wie in diesem Stil hier werden, denke ich mal. Wir fangen einfach mal direkt an zu bauen, weil ich will jetzt hier auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich denke mal, ich werde das Ganze 3x2 Felder breit machen. Jetzt die Frage, wieso connectet das denn jetzt hier nicht? Ah, ich weiß, woran das liegt. Warte mal, wir müssen nämlich hier auf die Innenseite gehen, damit das connectet vernünftig. Das Problem ist, wird es gerade schon wieder dunkel. Und deswegen würde ich eigentlich fast gerne noch ein Stückchen weiter rüber gehen zum Bauen. Ungefähr hier hin. Und wir machen mal ganz kurz hier uns das Gras weg, damit wir hier auch was sehen. Auch wenn das jetzt alles Geld kostet, wir nicht so viel Geld haben. Wobei, das kostet gar kein Geld. Okay. Also das ist ja schon mal ganz nice, dass das Gestalten hier kein Geld kostet. Das heißt, da können wir uns austoben, wie wir wollen, ohne halt Geld zu wasten. So, ich mache jetzt hier erstmal einmal den Grundriss. Das sind diese leicht abgerundeten Wände, falls ihr das erkennen könnt. Und die kriegen an den Ecken immer so richtig cooles Muster. Wäre ich richtig. Aber das Ganze wird hier eigentlich nur unser Grundgestell, was später in den Boden versenkt wird, so ein bisschen. Sieht man die Abschrägung fast gar nicht mehr, ne? Den hätte ich mir auch sparen können. Aber das ist sozusagen nur unser Fundament. Und darauf soll eigentlich dann eine Einrichtung, nämlich eine Tierpflegerhütte soll da hin. Wir können eigentlich die hier nehmen. Das ist doch eine, oder? Ist das eine Tierpflegerhütte? Ja. Genau, die hier soll hier später rein in diese Gruppe. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, dass wir die in die Gruppe reinkriegen. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier wirklich für diese Regips oder Regips heißen die, glaube ich, Wände entschieden, weil... Ah, hier kann ich eins freilassen. Oh, weil wir einfach noch nicht so viel freigeschaltet haben. Also das sind so die einzigen Wände, die relativ weiß aussehen. Die können wir auch gleich noch ein bisschen weißer einfärben. Nämlich noch so ein bisschen anders farben. Jetzt im Sonnenuntergang sehen die sogar noch mal etwas Dollar anders Farben aus. Aber das Ding hier ist sogar ganz gut, dass das nochmal einzeln ist, weil ich hier was geplant habe mit. Da müssen wir aber auch einmal eine Wand vormachen. Genau. Und dann brauchen wir nochmal ganz normale Regipswände hier an den Seiten jeweils. Sehr schön. Und jetzt müssen wir doch diese Gruppe genau auch bewegen können. Das ist ideal. Weil das soll später so ein bisschen vorstehen, damit das Ganze nicht so eckig aussieht. Okay, das ist sehr nice. Müssen wir natürlich auch später noch so eine Treppe nach oben führen. Und wir brauchen jetzt nochmal diese anderen Wände, die wir schon verwendet hatten. Nämlich die hier. Wir müssen jetzt quasi hier nochmal unten drunter, damit das Ganze so aussieht. Genau, als wenn das so ein bisschen hervorsteht hier an dieser Seite. Wir haben jetzt sozusagen zwei Gruppen. Hier dieses Häuschen und dieses Häuschen. Ich werde jetzt auch erstmal, also so die Wand werden wir später auch noch so ein bisschen dekorieren, dass wir das so ein bisschen asiatischer aussehen lassen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf das Dach, weil das Dach ist tatsächlich das Wichtigste bei so einem asiatischen Gebäude, weil das Dach bei asiatischen Gebäuden immer sehr extrem ist und viel ausmacht von der Optik. Aber hier gibt es ja wirklich sehr, sehr gute Teile, deswegen habe ich da eigentlich keine Bedenken, dass wir das nicht gut hinbekommen sollten. Halt echt praktisch, dass es so viele gute Teile dafür gibt.
Aber auch das werden wir wieder versuchen, so ein bisschen besonders zu machen. Dass das nicht ganz so langweilig ist. Aber auf jeden Fall nice. So. Kann hier sogar nochmal so ein Ding abgehen lassen, ne? Wie sieht das aus? Ah ne, das passt gar nicht. Hier müssen wir das aber hinmachen. Perfekt. Und dann brauchen wir einmal die Schrägen. Die passen denn? So. Seht ihr, Leute, das geht auch hier ruckzuck. Den Rest des Geheges, den werde ich gleich im Speedbuild ein bisschen gestalten, damit wir heute auf jeden Fall das nächste Tier freilassen können, weil das möchte ich unbedingt machen. Ich freue mich richtig auf die kleinen Pandas, die sind so cool. Und außerdem können wir dann mit der Zucht endlich beginnen. Das heißt, wir können endlich Arterhaltungspunkte verdienen, weil wir haben ja zwei goldene, kleine oder rote Pandas. Und mit denen werden wir hoffentlich guten Nachwuchs erwarten können. So, wir gehen jetzt nochmal in diese Gruppe rein und auch hier packen wir einmal ein schönes Dächlein drauf. Wieso finde ich das denn hier nicht? Über alles vielleicht? Genau das hier habe ich gesucht. Gibt es noch andere? Ne, das ist eigentlich ideal dafür. Schauen wir mal ganz kurz. So. Packen wir mal hier rauf. Jetzt wäre das eigentlich gut, wenn wir das Ganze so senken, dass das... Ne, dann passt das gar nicht, ne? Das muss eigentlich schon so bleiben. Vielleicht müssen wir das Dach einmal aus der Gruppe rausholen und das Dach nur senken. Und schimmert auch das Weiß durch, ne? Aber das Dach soll sowieso noch ein bisschen nach vorne. So sieht das ganz gut aus. Okay, hier schimmert das natürlich jetzt auch noch durch ein bisschen. Aber das können wir gleich auch anders beheben. Das ist gar kein Problem. Wir gehen jetzt in das Dach hier nochmal rein. Vom Raster her. Und da schnappen wir uns mal diese Dächer. Das müsste nämlich jetzt idealerweise hier reinpassen. Oh, da brauchen wir auch noch so ein kleines Vordach hier. Das hier. Das müsste jetzt eigentlich das passende Teil sein. Und jetzt haben wir nämlich hier ein kleines Problem. Wir müssen jetzt eigentlich... Oh ja, das wird jetzt wirklich problematisch. Also entweder bewegen wir jetzt das ganze Ding hier so ein Stück runter, weil sonst schimmert das dadurch so ein bisschen, das Weiße. Das ist, glaube ich, echt nur minimal, ne? Ich werde nicht, dass das Weiß hier noch durchschimmert. So. Dann passt das eigentlich. Wenn das hier so ein Stück runter geht, das finde ich gar nicht so schlimm, glaube ich. Also dieser Boden sozusagen. Ne, wenn ich das jetzt hochhebe, dann verdecken wir hier die Tür. Das würde auch nicht funktionieren. Okay, das ist ja schon mal sehr, sehr cool. Aber ich mache noch weiter beim Dach. Das ist noch nicht fertig. Das wird noch ein bisschen komplizierter, das Dach. Da holen wir uns einmal diese Teile hier. Die machen wir mal innen und innen. Das heißt, den hier entfernen wir soweit. Ja, das passt. Und jetzt müssen wir schon wieder zu unseren Dächern hier gehen. Ich weiß gar nicht, ob das von der Höhe das richtige Teil her ist. Ich glaube, ich hätte hier die höhere nehmen müssen. Nämlich diese hier. Das würde wahrscheinlich ein bisschen besser passen. So, innen und innen. Und jetzt brauchen wir das passende Gegenstück dazu. Das ist dieses hier. Ja, ist ein bisschen doof, dass die nicht überstehen. Ich hätte es gerne so ein bisschen überstehend. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir stellen jetzt hier das Raster kleiner. Jetzt können wir das in den halben überstehen lassen, sozusagen. Und jetzt holen wir uns das Dach hier. Holen das aus der Gruppe. Jetzt müssen wir es nur mittig machen. Dann steht es auf beiden Seiten nur ein etwas kleineres Stück über. Weil ich weiß nicht, ob das schon zu viel ist. Ich bin unsicher. Das werden wir gleich sehen. Zur Not müssen wir das Dach gleich nochmal ein bisschen anpassen. Aber das macht ja rein gar nichts. Das kommt nämlich jetzt schön mittig hier oben drauf. Ist denn so, dass das da hinten gut übergeht? Also ist das eigentlich schon in Ordnung. Jetzt muss es natürlich noch mittig. Da können wir uns ganz gut an diesen Pöllern hier orientieren. Einigermaßen mittig wird. Wunderbar. Das sieht doch super aus. Steht auch nicht zu viel über hier auf der Seite. Auf der eigentlich auch nicht. Nee, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt seht ihr schon, das Dach wird jetzt schon um einiges interessanter. Dann kommen aber natürlich jetzt noch ein paar Details und sowas ran. Machen wir mal eine Oberfläche ausrichten, drehen das Ganze einmal um 180 Grad. Und dann platzieren wir das. Oh, ich musste leider zweimal klicken, weil ich erst in die Gruppe klicken musste. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Wunderbar, Leute. Das Ganze ist natürlich noch nicht fertig. Wir müssen hier noch mehr machen. Wir brauchen einmal nochmal
dieses Teil hier. Das kopieren wir uns mal auf die andere Seite. Zack, dann haben wir die Schlücke schon mal weg. Und jetzt geht es sogar schon so ein bisschen an die Gestaltung. Ich will da jetzt auch gar nicht so was Kompliziertes draus machen. Das heißt, wir werden uns jetzt, damit wir in unserem Stil bleiben, nochmal etwas bisschen mit den roten Sachen hier austoben. Weil die kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Schöne ist halt, wenn wir in diesem Standard-Rotton bleiben, werden wir es immer relativ einfach haben. Oh, jetzt wollen wir nämlich nicht mehr hier an Oberfläche ausrichten. Jetzt wirklich nice. Also wir können jetzt zum Beispiel diese Säule wieder easy benutzen. Ich weiß nicht, ob wir lieber die Standardsäule nehmen. Aber das macht mehr Sinn, weil das nicht nach unten aufkommt. Und dann können wir gleich da selber was unterbasteln. Sieht das nämlich ein bisschen besser aus. So. Und da könnten wir jetzt einfach so ein Ding nehmen. Das Ganze gibt es hier leider nur in schmaler, aber wir könnten eigentlich hier dann von zwei kombinieren vielleicht. Dann haben wir sozusagen ein dünneres Teil. Ja. Leider gibt es das nur, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Packen wir das mal runter hier. Guck mal, wie das aussieht. Das kommt dann nämlich ein bisschen besser hin. Ja, ist auf jeden Fall besser. Das ist nämlich ungefähr die Größe von dieser Säule. So soll es ja im Endeffekt auch sein. Okay, das gefällt mir. Das ist super. Kopieren wir die Säule mal rüber. Jetzt kriege ich natürlich hier Probleme, weil das hier in der Gruppe ist. Müssen wir mal eben rausholen. Und jetzt können wir die beiden auch markieren. Packen die selber in eine Gruppe. Und jetzt können wir es verschieben. Auf die andere Seite. Ohne Probleme. Also wenn man mit dem Copy-Paste richtig arbeitet, ist das alles wunderbar einfach. Kann ich euch nur empfehlen. Wir machen jetzt mal das hier und nochmal einen rüber auf die andere Seite. Dann wird er aber nicht bleiben. Wir werden jetzt die beiden markieren und holen uns die nochmal eben nach vorne. Ich glaube, ich würde sogar gerne noch ein Stück weiter nach vorne gehen. Ungefähr. Das Dach hier vielleicht auch noch ein Stück? Ich weiß ja nicht, wie weit wir da gehen können. Problem ist, hier oben kommt dann wieder dieser Zacke raus, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Nein, eigentlich nicht. Als nächstes machen wir jetzt mal hier einfach noch ein bisschen Deko rein, würde ich fast sagen. Also wir wählen hier mal wieder ostasiatisch aus beim Design. So. Da gibt es auch sicherlich auch schicke Türen. Hiermit. So dunkle Türen hier bei ostasiatisch. Oh, die sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Aber ich glaube, ich werde das Rote nehmen. Weil diese rote Farbe finde ich eigentlich echt schick. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier werden wir später dann auch noch den Weg hochbauen müssen. Und im Nachhinein müssen wir dann da auch noch eine Treppe hinbauen. Das kann ich leider jetzt noch nicht machen. Aber das können wir erst machen, wenn wir an der richtigen Stelle sind. Aber ich baue jetzt erstmal hier an der Seite. Und dann können wir schön im Weltraster bauen. Das ist immer super angenehm. Dadurch erleichtert man sich wirklich viele Arbeiten. Wenn man dann einfach, wenn mal irgendwas nicht richtig im Raster ausgerichtet ist, kann man das einfach schön nach dem Weltraster ausrichten und dann passt es eigentlich. Das kann auch noch ein bisschen rein. Und dann kommt es rüber kopiert. Wir machen jetzt auch nur mal eben die Vorderseite gemeinsam. Die Seiten und die Rückseite und so, die kann ich dann gleich so machen. Schneide ich dann für euch raus, damit wir heute einfach ein bisschen mehr schaffen. Weil darum geht es mir. Ich will heute unbedingt ein bisschen vorankommen, weil wir einfach die letzten Folgen nicht ganz so viel geschafft haben, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich glaube, ich mache hier einfach zwei so Streifen. Mittig wäre eigentlich am besten, ne? Obwohl, so finde ich es gar nicht so schlecht. Passen wir auch mal eben in eine Group zusammen. So. Jetzt die Frage, machen wir das braun oder kann man das hier auch einfärben, eigentlich die Tür? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht mit diesem Braun. Gucken wir mal. Oh, die kann man tatsächlich einfärben. Ah, aber nur den Untergrund, okay. Das können wir einmal rückgängig machen. Das heißt, es ist nicht der Braunton, aber der ist, glaube ich, schon gar nicht so schlecht, den ich hier ausgewählt habe.
Können wir das hier ein bisschen weiter runter machen? Ich glaube, ich finde es sogar besser, wenn wir das da hoch machen. Hier so hin. Können es auch ganz hoch machen hier. Dann ist der Übergang da ein bisschen schicker. Ich meine, dann sieht man es kaum noch. Und dann könnten wir sogar überlegen, also eigentlich will ich hier diese Wände später auch noch weiß haben. Ich weiß nicht, ob mir das nicht zu... Ja, wenn ich es hell mache, sieht es, glaube ich, ein bisschen asiatischer aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir platzieren das jetzt erstmal, werden das gleich auch noch ein bisschen mehr dekorieren. Hier muss noch irgendwas hin, vielleicht so ein paar Laternen und sowas. Aber im Prinzip soll das ganze Ding später hier vorne hin. Das heißt, wir müssen diese Dinger jetzt erstmal woanders hin platzieren. Das machen wir mal eben hier hin, denke ich. Und jetzt erstmal gucken, ob wir das ganze Ding hier markiert kriegen. Habe ich alles? Ich glaube schon. Wenn ihr markiert sowas, ne, macht das am besten immer von oben, weil wenn ihr seitlich markiert, dann seht ihr auch, dass Sachen im Hintergrund mit kopiert werden. Und deswegen ist von oben eigentlich immer sehr empfehlenswert, weil ihr ja nach unten hin keine weiteren Objekte sozusagen habt. Deswegen finde ich das immer eigentlich mit am besten. So, ich will hier eigentlich relativ nah ran an den Zaun, muss ich sagen. Vielleicht können wir das sogar noch eine Verbindung später schaffen. So ungefähr hin. So finde ich das ganz gut, weil hier soll später auch noch ein bisschen was passieren, weil dieser Unterstand kann jetzt weg, so sagen. Dann könnten wir hier die Barriere nochmal überarbeiten. Das heißt, das Stück hier weg. Die Barriere ist sogar schon relativ perfekt platziert. Ich kann das nochmal ein ganz bisschen mittiger bewegen. So ungefähr. Und hier vorne müssten wir dann... Das ist natürlich jetzt gerade ein netter Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das entfernen können, während er da arbeitet oder rumläuft. Wir können ihn auch wegtragen, oder? Nee, können wir nicht. Ja gut, macht nichts. Tut mir leid, mein Kleiner. Ich muss jetzt mal einmal kurz zur Seite, weil wir müssen hier bauen. So, das Teil müssen wir jetzt auch nochmal in diese Säule am besten hier hinten verschieben. Und dann wählen wir nochmal eine unsichtbare Wand aus, verbinden das Ganze, damit das Spiel auch weiß, dass dort ein Gehege verbunden ist, sozusagen. Und jetzt kann hier wieder die Tür rein. Machen wir irgendwie wieder quasi... Am besten wäre sogar echt die gleiche Stelle, weil wir da schon so einen Weg gebaut haben. Das ist sogar ganz perfekt. Sehr schön. Und hier soll es dann später reingehen. Aber ich möchte erstmal hier außen jetzt am Gehege noch ein bisschen was machen, weil ich möchte... Oh, da muss ich aufpassen, dass ich das nicht entferne alles, ne? Nicht, dass meine Tierchen gleich nicht mehr genug Bepflanzung haben. Ich möchte jetzt aber gerne nochmal hier ein Dach bauen, was sozusagen an meinem Haus abgeht und direkt als Unterstand für die Schuppentiere dient. Aber das muss gar nicht so groß sein. Also ich denke mal so, vielleicht machen wir da gleich noch eine Nummer mehr dran am Dach vorne. Gibt ja diese kleinen Teile, so eins überlege ich da vielleicht noch ranzumachen. Wir müssen das erstmal so hinkriegen, dass das so aussieht. Wobei, ich glaube, ich hier einfach eine Holzsäule nehmen werde. In diesem Holz wahrscheinlich. Nehmen wir uns die mal. So. Ah, komm. Winkel passt soweit. Schön an den Rand hier, aber auch nicht zu weit an den Rand. Sehr gut. Und hier auch nochmal. Ist das vom Winkel? Das scheint mir irgendwie ein wenig seltsam zu sein. Ich glaube, das muss ich mal eben einzeln platzieren. Weil wir sind jetzt leider nicht mehr im Weltraster. Aber was ist denn, wenn ich hier vorher einmal die Weltraster-Ausrichtung nehme? Passt das dann? Oh ja, dann sieht es gut aus. Okay, sehr schön. Und schon haben wir hier so einen kleinen direkten Unterstand geschaffen, den ich gar nicht so schlecht finde. Was ist denn, wenn wir das noch ein Stückchen runter machen? Sieht das dann vom Gebäude her ein bisschen besser aus? Ich mach's so. Ja, so gefällt mir das. Jetzt müssen natürlich noch hier die beiden Säulen runter ein Stück. Markieren wir die einmal, packen die runter, sodass die hier nicht mehr oben durchs Dach schimmern. Und dann... haben wir hier schon so einen natürlichen
Unterstand hier geschaffen für unser Gehege im asiatischen Stil. Finde ich sehr, sehr cool. Hier können wir natürlich jetzt auch nochmal ganz kurz schöne Schlafplätze machen. Gibt es eigentlich verschiedene? Nee, ne? Ich glaube, das ist immer das gleiche Stroh und der gleiche Strohkram, oder? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Machen wir das Ganze mal so weit aus. Ich will hier komplett alles mit Stroh haben. Und runter. Kann auch gerne mal ein Stück nach draußen gucken, das Stroh. Finde ich gar nicht schlecht. Und ja, jetzt haben wir hier so einen schönen Weg geschaffen. Jetzt können wir uns einmal hier kurz an dieses Stück machen. Das machen wir auf jeden Fall aus Wood. Oh mein Gott, Leute. Ich, keine Ahnung, was das hier soll. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen umgebaut. Und jetzt ist hier ein Schuppentier gestorben, weil es verhungert ist. Und wir haben richtig viele Protestanten jetzt hier, deswegen. Protestanten ist, glaube ich, falsch, ne? Ist, glaube ich, was Religiöses. Protestanten sind, glaube ich, evangelische Leute, oder? Ich habe keine Ahnung. Das sind auch diese ganzen Protestleute haben wir jetzt hier. Aber meine Leute, meine Mitarbeiter wollen die partout nicht füttern. Ich verstehe es nicht. Hier ist eine Wegverbindung. Guckt euch das an. Also die können hier wirklich durchgehen. Ja, er geht hier sogar durch. Dieser Mitarbeiter ist gerade von hier da durchgekommen. Und hier drin ist sozusagen das Gebäude. Warum sollten die da nicht reingehen können? Er steht auch nur faul rum. Weil er keine Energie hat, der Idiot. Oh. Ich habe aber gerade extra sogar einen neuen eingestellt. Aber die wollen die Partie... Ja, ein Tier ist verstorben. RIP. Tierarzt rufen. GG. Na Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt diese Folge noch was wird mit den roten Pandas. Das dauert hier schon wieder alles länger als geplant, wenn ich ehrlich bin. Weil jetzt hier wieder halt Trouble ist. Ich weiß nicht, warum die nicht füttern wollen. Brauchen wir jetzt hier echt noch so eine Mitarbeiterbude drin oder was? Weil die kriege ich hier nicht rein. Aber eigentlich können die sich doch da hinten ausruhen. Und dann können die hier rüber quasi laufen und... Ich mach mal ganz kurz hier vorne eine hin. Auch wenn wir jetzt kaum noch Geld haben. Aber wir müssen dieses Problem lösen. Weil wenn jetzt unsere Tierchen hier sterben, das ist ultra uncool. Also ich verstehe das auch nicht, was ich noch machen soll. Jetzt bis jetzt nur einer gestorben. Da winken wir mal ganz kurz. Weil wir ja keine Zeit für haben. Aber das gibt immer schöne 20 Arterhaltungspunkte. Ja, die Forschung ist mir gerade auch tierisch egal. Geht's denn jetzt den Tieren? Wurden die jetzt gefüttert oder nicht? Ich verstehe das nicht. Ist halt altes Futter. Es dampft halt schon. Zeigt auch die ganze Zeit an, dass der unterwegs ist. Das liegt aber auch nicht daran, dass das hier kein Mitarbeiterweg ist, ne? Weil ich dachte mir, ich mache hier einen optisch schönen Weg. Weil das reicht ja eigentlich, wenn hier drin ein Mitarbeiterweg ist, dann würden die Leute ja eigentlich nicht weiter als hier gehen. Ich weiß noch nicht, was mit ihm jetzt hier ist. Er ist halt der Ultra-Nichts-Nutz, den ich jetzt auch gleich rausschmeißen werde. Leslie Ledge, tut mir leid, wegen dir sind meine Schuppentiere gestorben. Leslie Ledge Medina. Oh, ganz wichtiger Name. Tschüss. Den neuen Job. Sack. Tierpfleger. So. Du machst das jetzt aber. Du bist ausgeruht. Du guckst da jetzt rein. Und du fütterst meine süßen Schuppentierchen jetzt verdammt nochmal. Los. Ab mit dir. So sad, ey. Wie habe ich denn jetzt hier überhaupt noch? Weiß das gar nicht. Wo sind meine Tierchen? Hier. 1, 2 nur noch. Boah, das ist so traurig. Nur weil meine Mitarbeiter wieder die Arbeit refusen, sozusagen. Ey, Kollege. Ne, das ist der nicht. Wenn der jetzt nicht Futter holt, dann raste ich aus. Ich glaube, die kommen da nicht rein. Aber warum? Hier ist doch ganz klar eine Wegverbindung. Ey, Leute, ich werde komplett verarscht von dem Spiel, habe ich gerade das Gefühl. Ich habe hier gerade mal geguckt. Also der geht jetzt in das Gehege. Ich hoffe, der füllt das jetzt hier gleich auf. Aber jetzt schaut mal eben nach. Ich habe jetzt gerade mal meine Linse hier angeklickt, wo die sich denn befindet. Hier steht pendelt. Oh, jetzt ist sie wieder da. Okay. Die war nämlich, hat sich nämlich gerade verlaufen. Die war irgendwo unter der Erde vorhin. Dann wurde sie wohl gerade zurückgeportet. Das wollte ich euch eigentlich gerade zeigen, aber... Na gut. Wir können jetzt nur hoffen, dass der Typ jetzt in das Gebäude kann. Ich habe es nämlich umplatziert und es ist ganz klar mit dem Weg verbunden. Ich habe auch extra... geguckt, dass es verbunden ist, aber er kann da partout nicht rein. Ich verstehe das nicht. Was ist denn mit diesem Gebäude los? Einrichtung hat Strom. Verstehe das nicht. Hey, was macht er denn jetzt? Geh da rein. Er will da echt nicht reingehen. Ich, keine Ahnung, woran das liegt. Das heißt, wir... Wow, jetzt ist mein Game gecrashed.
Okay, Leute, oh Wunder, oh Wunder. Das Game ist gecrashed und schaut mal, was, oder wer sich hier in dem Mitarbeiterraum befindet und Essen zubereitet. Also, das war ja mal richtig, richtig komisch. Keine Ahnung, was das sollte. Scheint dieser Game Crash hat jetzt geholfen, dass das Ganze wieder funktioniert. Ich hoffe, der bringt ihm jetzt Futter, weil jetzt ist halt schon ein Tier verstorben. Wir haben Ultra-Geldprobleme. Also mit 4000 brauchen wir nicht anfangen, Gehege zu bauen. Und deswegen wird auch diese Folge leider nicht mehr das Gehege kommen. Es tut mir wirklich leid, aber was soll ich machen? Es geht leider nicht anders. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch ein weiteres chinesisches Schuppentier reinmachen. Wenn es denn geht. So, damit wir wieder 3 Stück haben. Unser Weibchen ist ausgerechnet auch noch verstorben. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Männchen und können keinen Nachwuchs mehr bekommen. Hungrig, ja. Jetzt kriegt ihr auch wieder was. Die Mitarbeiter sind jetzt wieder am Start. Das waren jetzt wieder unerwartete Probleme. Die kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Ja, kann man nichts machen. Aber ich würde sagen, ich gestalte jetzt nochmal mit euch zusammen hier so ein bisschen das Gehege hier fertig. Und dann in der nächsten Folge kommen dann wirklich die kleinen Pandas, versprochen. Das war jetzt halt wieder Trouble, der hier, ja, den ich nicht einplanen konnte. Leider regnet es jetzt hier schon wieder. Das ist ein bisschen doof. Ich will eigentlich gestalten, wenn es hier schönes Wetter ist. Ich muss auch sagen, dass ich... Ich muss eigentlich pausieren, wenn ich gestalte. Ich will hier eigentlich nochmal gucken, ob ich hier einen besseren Baum finde, der ein bisschen besser aussieht. Der ein bisschen besser reinpasst. Ja, ich muss eigentlich gucken, was sie nochmal mögen, ne? Die Dudes. Schauen wir doch mal. Bepflanzung. Asientropen gemäßigt. Ja gut, das kriegen wir hin. Asiatisch. Ja. Und Biome, ne? Tropen gemäßigt. Aber ich glaube, daran müssen wir uns schon mal gewöhnen, dass ich nicht mal alles das schaffe, was ich geplant habe, weil halt solche Dinge dazwischen kommen werden. Weil unser Park, der muss ja auch ein bisschen am Laufen gehalten werden, sage ich mal, ne? Also das ist ja auch wichtig. Klicken uns hier mal ein bisschen durch. Schauen uns mal hier so ein bisschen die Bäume an. Oh, das ist natürlich auch eine coole Idee, ne? Was, so einen kaputten Baum zu nehmen. Okay. Sehr, sehr schön. Den Tierchen müsste es ja eigentlich ziemlich gut gehen. Ich will hier aber noch die Büsche und so auch ein bisschen schöner gestalten. Vielleicht können wir hier hinten wirklich nochmal ein bisschen Bambus machen. Wie sieht es denn hier technisch aus? Ganz gut. Ein bisschen mehr Erde könnten die noch gebrauchen. Das heißt, Erde ist immer schön. Ich finde auch dieses lange Gras nicht so geil. Kann hier ruhig weg. Bin ich echt nicht so ein Fan von. Platziere lieber so kleine Büsche in den Boden oder so, dass es so aussieht, als wenn da Gras wäre. Das ist halt auch immer ganz nice. Ich glaube, bevor ich jetzt hier groß Pflanzen mache, schaue ich auch nochmal in das Gehege kurz rein. Und da filtern wir nochmal, weil wir haben die ja schon mittlerweile ganz gut erforscht, die chinesischen Schuppentiere. Können wir noch einige andere Sachen machen. Die Futterschüsseln, das hier ist auf jeden Fall verbuggt, das werde ich nicht platzieren. Hier haben wir noch so einen kleinen Termitenhügel. Das ist doch schon mal interessant, Leute, oder? Das finde ich sehr cool. Den können wir auf jeden Fall mal machen hier. Frage ist, wo machen wir den hin? Machen wir den... Könnten wir den eigentlich hier hinten hin machen, ne? Warum nicht? Könnten wir eigentlich hier hin machen? Dann machen wir das Ding ein bisschen... Brauchen wir das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Das Ding mache ich dann mal hier einfach hin. Hier den Heizkörper. Den Heizkörper hätte ich am liebsten sogar versteckt, wenn ich ehrlich bin. Gern in so einem... Ich kann den auch einfach am Boden versenken, ne? Können wir den nämlich mittig lassen. Das ist ganz gut. Weil den muss man ja nicht unbedingt sehen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so nice für die Tiere, dass da ein Heizkörper zu sehen ist. Deswegen kostet das eigentlich. Einen Ball haben wir schon. Einen Karton haben wir schon. Auch so ein Kratzding ist auch immer nice. Das kann man immer sehr, sehr gut an solchen Pfosten, finde ich, platzieren. Passt immer sehr gut. So. Frage ist, drehen wir das noch so ein bisschen, dass die Leute das besser sehen können? Ja, warum nicht? Ein bisschen zu unseren Besuchern hin. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann müssen wir gleich gucken. Oder ich gucke am besten mal, dass wir zur nächsten Folge dann ein bisschen Kohle reinkriegen. Das geht gar nicht anders, weil ihr seht ja jetzt, wie das Geld gelitten hat, ohne Ende. Ja, aber was willst du machen, ne? Wenn dann hier so ein Trouble kommt, dass man hier ständig neue Sachen kaufen muss und wieder entfernen muss. Das ist, glaube ich, das einzige Spielzeug, was uns noch fehlt. Das werde ich dann mal hier hin machen. Dafür diese Schüssel entfernen, denke ich mal. Und dann kann das Ding ein Stück rüber. Der Regen hat endlich aufgehört, aber es hat angefangen zu schneien. Beziehungsweise der Schnee hat jetzt auch aufgehört, aber es liegt noch so ein bisschen Schnee.
Aber wir können jetzt eigentlich anfangen, hier ein bisschen die Natur zu gestalten. Und ich glaube, ich werde anfangen mit so einem umgefallenen Baumstamm oder sowas. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht für die Tiere so perfekt ist. Aber vielleicht finden wir da ja einen schönen. Aber der hier reicht mir schon von der Größe her. Der sieht auch optisch sehr cool aus. Das ist auch eigentlich passend, ne? Hier ist doch so ein Termitenhügel. Sind Termiten nicht solche Holzfresser? Meine schon. Ich glaube, das könnte dann wirklich sehr, sehr gut passen. Wir müssen aber gleich auch zusehen, dass wir hier noch ordentlich Bepflanzung reinhauen in dieses Gehege. Definitiv. Oh, die Büsche finde ich auch immer ganz toll, ne? Die sehen nice aus. Diese weißen. Mag ich sehr gerne. Was haben wir denn noch? Oh mein Gott. Der ist ja riesig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir vielleicht einfach so Laub hintermachen. Wenn das da durchguckt hinten, finde ich jetzt nicht so schlimm. Macht eigentlich nichts. So ein bisschen Laub dahinter. Vielleicht auch davor. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Und dann brauchen wir noch ein paar Bäume hier für den vorderen Bereich. Da können wir mal vielleicht so einen lieber nehmen. Der ist nämlich nicht ganz so groß. Der nimmt nicht ganz so viel Sicht weg, wie ihr seht. Ich muss halt immer so ein bisschen darauf achten, dass wir hier nicht so viel Sicht verlieren. Ich will es aber auch nicht zu schlecht bepflanzt machen, weil diese kleinen Tierchen das ja wirklich gerne haben, wenn man viel Bepflanzung im Gehege hat. Das will ich denen natürlich auch geben, ne? Das, was sie brauchen. Also finde ich das eigentlich schon ganz gut. Dann packen wir hier noch so ein bisschen Farn hin. Unser Gebäude ist erstmal soweit fertig und auch das Gehege ist soweit fertig. Wir müssen noch außenrum so ein bisschen was gestalten, aber das ist alles halb so wild und ich werde bis zum nächsten Mal mal wieder ein bisschen Kohle sparen, weil ihr seht ja, Gesamtgewinn sieht nicht gut aus und dann werden wir auf jeden Fall endlich ein Gehege für unsere süßen roten Pandas machen, die beide golden sind. Dann können wir hoffentlich anfangen mit der Zucht. Fruchtbarkeit 100 und Fruchtbarkeit 100, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde sagen, falls euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.